Tesla hat es geschafft, ein Müsli-Produkt von irgendwelchen Birkenstockträgern zu einem sexy, coolen Produkt zu machen. Und das muss man ihnen einfach lassen. Tesla ist ein interessantes Unternehmen. Das ist immer schwierig zu sagen, ist ein Unternehmen überbewertet, ist es zu teuer? Da muss man halt auch in die Zukunft schauen, wohin können die sich noch entwickeln? Also welches Potenzial haben die noch? Was steckt für Potenzial in dem Auto drin? Was die machen mit den Daten, die erhoben werden, mit dem autonomen Fahren, mit anderen Geschäftsmodellen, die dadurch erschließen können. Und man kann nie pauschal sagen, eine Aktie ist zu teuer oder nicht. Dann hätte man auch 2012 keine Amazon-Aktie kaufen dürfen, die dann auch ständig sehr hoch bewertet war für das, was die an Geschäftsmodell gemacht haben. Aber dann halt doch durch das Wachstum und durch die Diversifikation im Produktportfolio immer wieder gezeigt hat, dass sie das wert sind. Wir haben aktuell kein Investment in Tesla, weil wir nicht genau wissen, ob der Vorsprung, den Tesla aktuell noch hat, nämlich dass sie eine bessere Software anbieten und dass sie Frontrunner waren, dass das über Jahre hinaus beständig sein wird. Wenn man ein Elektroauto bisher haben wollte, dann konnte man quasi nur Tesla kaufen und man bekam einen Premiumpreis. Aber nicht jeder kann sich ein Auto für 150.000 Dollar im Jahr leisten. Die anderen holen in den nächsten Jahren aus unserer Sicht stark auf. Und aus unserer Sicht wird die Premium Valuation von Tesla zumindest in Gefahr bekommen. Da wir das nicht genau wissen und die Bewertung sehr hoch ist, sind wir da sehr zurückhaltend. Ich finde, das Tesla ist eines der emotionalsten Themen, die es gibt, weil besonders wir Deutschen mit jedem Angriff auf unsere geheilige Autoindustrie ein großes Problem haben. Tesla hat es geschafft, ein Müsli-Produkt von irgendwelchen Birkenstockträgern zu einem sexy, coolen Produkt zu machen. Und das muss man ihnen einfach lassen. Und wenn ich in einem Tesla sitze oder einen vorbeifahren sehe, ist das einfach ein tolleres Gefühl, als wenn ein E-Golf an mir vorbeifährt. Das muss ich denen einfach lassen. Wären es nur Luxusautos, würde ich sagen, die tun sich schwer, aber sie bauen eben auch jetzt auch Autos, die günstiger sind. Nicht günstig, aber günstiger. Und deswegen glaube ich schon, dass die Potenzial haben. Ob die 1,3 Milliarden, Billionen wert sind, Entschuldigung, bin ich mir jetzt auch nicht sicher. Also unsere Einschätzung zu Tesla ist, dass da eine signifikante Überbewertung vorliegt, weil Tesla sollte man aus unserer Sicht nur als Automobilkonzern einschätzen. Es ist eine Menge Fantasie in dem Titel mit verbrieft, weil gegebenenfalls autonome Taxiflotten kommen und alle möglichen Zusatzdienstleistungen. Noch kann man die aber nicht sehen. Und in einer Bewertung, die inklusive der verwässerten Aktienanzahl mittlerweile auf 1,2 Billionen Dollar angestiegen ist, steckt sehr, sehr viel Vorschusslorbeeren drin. Und deswegen sollte man sich dort beim aktuellen Preis definitiv zurückhalten, auch wenn die Firma viel Gutes geschafft hat schon.